Hallo ihr Lieben, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr diese niedliche Giraffe nachhäkeln könnt. Ihr benötigt dazu Garn in einer Farbe für den Körper, eine andere Farbe für die Hufe und auch die Spitzen auf den Fühlern. Ich nehme für die Schnauze einen etwas helleren Ton. Ihr könnt aber auch die gleiche Farbe nehmen wie für den Körper und noch eine Farbe für die Punkte. Dazu etwas Füllwatte, eine Stopfnadel und eine passende Häkelnadel zu eurem Garn und ein klein wenig Schwarz für die Augen zum Aufsticken. Und wir beginnen mit dem Körper. Ich beginne mit einer Schlaufe, ihr könnt auch gerne mit einem Fadenring anfangen. In diese Schlaufe häkel ich zwei Luftmaschen und dann sechs feste Maschen in die Schlaufe. In der nächsten Runde verdoppel ich jede feste Masche der vorherigen Runde, dass wir auf insgesamt 12 feste Maschen kommen, also immer zwei feste Maschen in jede Masche der vorherigen Runde. In der nächsten Runde verdoppel ich jede zweite feste Masche. Dann kommen wir auf insgesamt 18 feste Maschen. Also eine feste Masche in die nächste zwei. Das Ganze noch fünfmal wiederholen. In der nächsten Runde nehme ich auch wieder sechs Zunahmen vor, da verdoppel ich jede dritte feste Masche. Dann hat unsere nächste Runde 24 feste Maschen, also erst zwei feste Maschen. Und in die dritte häkel ich zwei, das Ganze noch fünfmal wiederholen. So, hier drauf häkeln wir nun zwei Runden mit jeweils 24 festen Maschen. Ihr könnt dann entweder 2x bis 24 zählen oder ihr legt euch hier einen Faden als Markierung rein und häkelt zweimal rund, bis ihr an der Stelle wieder angekommen seid. In der nächsten Runde nehmen wir drei Zunahmen vor, da verdoppel ich jede achte feste Masche. Und auch in der nächsten Runde nehme ich drei Zunahmen vor, da verdoppel ich jede neunte feste Masche. Nun hat unsere Runde 30 feste Maschen und hier drauf häkel ich zwei Runden mit jeweils 30 festen Maschen. Ihr könnt euch hier auch wieder einen Markierungsfaden reinlegen oder zählt einfach 2x bis 30. Nun nehmen wir in den nächsten Runden jeweils sechs Abnahmen vor. In der nächsten Runde häkeln wir somit jede vierte und fünfte Masche zusammen. Also ich häkel erst drei feste Maschen und die vierte und fünfte Masche häkel ich zusammen, das Ganze noch fünfmal. So, unsere Runde hat nun 24 Maschen und in der nächsten Runde nehmen wir auch sechs Abnahmen vor. Da häkeln wir jede dritte und vierte Masche zusammen. Also zwei feste Maschen. Die dritte und vierte häkel ich zusammen.
das Ganze noch fünfmal. Noch eine Runde mit 6 Abnahmen. Unsere Runde hat nun 18 feste Maschen und wir häkeln nun jede zweite und dritte Masche zusammen. Eine feste Masche, die zweite und dritte zusammenhäkeln, noch 5-mal wiederholen. So, nun häkeln wir hier drauf 7 Runden mit jeweils 12 festen Maschen. Ich stopfe schon mal etwas Füllwatte in den Kopf. Und dann könnt ihr auch wieder einen Markierungsfaden hier reinlegen. Oder ihr zählt einfach 7 mal bis 12. Also 7 Runden häkeln wir jetzt. Nach diesen 7 Runden nehmen wir nun in den nächsten 2 Runden 3 Zunahmen vor. Ich habe zwischendurch nochmal mit etwas Füllwatte nachgestopft. Und da unsere Runde 12 feste Maschen hat, verdoppeln wir nun jede vierte feste Masche, dass wir auf 15 Maschen kommen. Also erstmal 3 feste Maschen häkeln. Und in die vierte häkel ich 2 feste Maschen, das Ganze noch 2-mal wiederholen. Auch in der nächsten Runde verdoppeln wir 3 feste Maschen. Da verdoppel ich jede fünfte feste Masche, also erst 4 feste Maschen häkeln. Und in die fünfte häkel ich 2. Noch 2-mal wiederholen. So, unsere Runde hat nun 18 feste Maschen und hier drauf häkeln wir jetzt erstmal 2 Runden. Also wieder 2-mal bis 18 zählen oder 2-mal rund bis zu dem Markierungsfaden. So, die nächsten 2 Runden, dann nehmen wir auch wieder 3 Zunahmen pro Runde vor. Da wir jetzt 18 feste Maschen haben, verdoppeln wir in dieser Runde jede 6. feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Da häkle ich noch eine Masche rein, das Ganze noch 2-mal wiederholen. Unsere Runde hat nun 21 feste Maschen. In der nächsten Runde verdoppel ich dann jede 7. feste Masche. Das sind dann auch insgesamt 3 Zunahmen. Also erstmal 6 feste Maschen häkeln. Und in die 7. Masche häkel ich 2 Maschen, noch 2-mal wiederholen. Nun hat unsere Runde 24 feste Maschen und hier drauf häkeln wir nun 3 Runden mit 24 festen Maschen. Also entweder wieder 3-mal rund bis zur Markierung häkeln oder 3-mal bis 24 zählen. So, nun stopfe ich den Körper nochmal mit Füllwatte nach. In den nächsten Runden nehmen wir immer 6 Abnahmen vor, bis der Körper unten geschlossen ist. Da unsere Runde nun 24 feste Maschen hat, häkeln wir jede 3. und 4. Masche zusammen. Also 2 feste Maschen, die 3. und 4. zusammen häkeln, noch 5-mal wiederholen.
In der nächsten Runde häkeln wir jede zweite und dritte Masche zusammen. Also auch wieder 6 Abnahmen. Eine Masche, zweite und dritte zusammen häkeln. 5-mal wiederholen. Dann stopfe ich noch mal etwas Füllwatte nach. Und unsere Runde hat nun 12 feste Maschen. Da häkel ich immer 2 Maschen zusammen. Und das auch insgesamt 6 Mal. So, und anschließend schneiden wir den Faden ab und nähen die Öffnung hier unten mit der Nadel zusammen. So, bis die Öffnung geschlossen ist und dann einfach Faden vernähen. Fadenende mit der Häkelnadel ins Innere ziehen oder einfach abschneiden. So, und fertig ist Kopf und Körper. Als nächstes häkeln wir die Nase, die Schnauze hier vorne. Dazu nehme ich einen Ton heller. Und beginne auch wieder mit einer Schlaufe oder mit einem Fadenring und häkel hier 2 Luftmaschen rein und 6 feste Maschen in die Schlaufe. Loch in der Mitte zuziehen. In der nächsten Runde verdoppel ich jede feste Masche. Dann komme ich auf insgesamt 12 feste Maschen. Also immer 2 Maschen in jede Masche der vorherigen Runde häkeln. In der nächsten Runde nehme ich auch 6 Zunahmen wieder vor. Da verdoppel ich jede zweite feste Masche. Dann kommen wir auf insgesamt 18 feste Maschen. Und hier drauf häkeln wir noch eine Runde mit 18 festen Maschen. Zum Schluss mache ich dann noch eine Kettmasche, indem ich den Faden hier durchhole und direkt hier nochmal durchhole. Wir schneiden den Faden etwas länger ab und ich nähe diese Nase auch direkt schon auf den Körper drauf. So, nun nähe ich die Nase mit jeweils einem Stich durch den Kopf und dann anschließend durch die Nase so rundherum hier drauf. Und kurz bevor ihr sie komplett festgenäht habt, stopft ihr noch etwas Füllwatte rein. So, hier unten habe ich die Nase noch nicht festgenäht, dann nehme ich jetzt ein klein wenig Füllwatte und stopfe das jetzt einfach noch darunter und dann nähe ich die Nase fertig feste. Zum Schluss den Faden noch vernähen.
und das Fadenende dann auch wieder mit der Häkelnadel ins Innere ziehen oder einfach abschneiden. So, als nächstes häkeln wir die Ohren. Dazu nehme ich dann wieder Gelb und fange natürlich auch wieder mit einer Schlaufe an und häkle hier zwei Luftmaschen rein und sechs feste Maschen in die Schlaufe. In der nächsten Runde verdoppel ich jede zweite feste Masche, dann komme ich auf insgesamt 9 feste Maschen. Also eine feste Masche, in die nächste häkle ich 2, noch zweimal. In der nächsten Runde nehme ich auch wieder 3 Zunahmen vor. Da verdoppel ich jede dritte feste Masche, also 2 feste Maschen, in die dritte häkle ich 2, noch zweimal. Nun hat unsere Runde 12 feste Maschen. Hier drauf häkle ich jetzt eine Runde mit 12 festen Maschen. Und in der nächsten Runde nehme ich 3 Abnahmen wieder vor. Da häkle ich jede dritte und vierte Masche zusammen. Also 2 feste Maschen. Die dritte und vierte zusammenhäkeln, noch zweimal. Unsere Runde hat nur 9 feste Maschen und wir häkeln hier noch eine Runde mit 9 festen Maschen drauf. Zum Schluss mache ich noch eine Kettmasche und schneide den Faden etwas länger ab. Und genauso häkelt ihr noch ein zweites Ohr. Und nun häkeln wir die Fühler. Dazu nehme ich jetzt erstmal braun. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man die Dinger Fühler nennt, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ich fange natürlich auch wieder mit einer Schlaufe an und häkel hier 2 Luftmaschen rein. Und dann 6 feste Maschen in die Schlaufe. So, in der nächsten Runde verdoppeln wir jede zweite feste Masche, dass wir auf insgesamt 9 feste Maschen kommen. Also in jede zweite feste Masche 2 Maschen häkeln. Und hier drauf häkeln wir noch eine Runde mit 9 festen Maschen. Und in der nächsten Runde nehmen wir 3 Abnahmen vor. Da häkeln wir jede zweite und dritte Masche zusammen. Also eine Masche, die zweite und dritte zusammen häkeln. Das noch zweimal. So, und bevor ihr die dritte Masche jetzt aber abschließt, häkeln wir jetzt die andere Farbe dran, die Farbe vom Körper. So, die Masche schließen wir dann jetzt mit diesem Faden ab, mit der anderen Farbe. Und dann häkelt ihr mit dieser Farbe weiter. Unser Runde hat nun 6 feste Maschen und wir häkeln hier 2 Runden mit 6 festen Maschen drauf und könnt diese Faden enden, dann braucht ihr die nicht verknoten, vernähen, wie auch immer, einfach mit den Maschen einhäkeln. Ich lege die einfach hier so über die Nadel drüber und wenn ich den Faden hier jetzt durchhole und die Masche abschließe,
liegen die Fäden quasi im Inneren der Masche. Und das mache ich jetzt mit den nächsten 4 Maschen, dass ich die jetzt so mit einhäkel. Dann ist das Ganze schön stabil und kann sich nicht mehr auflösen. Und dann schneide ich den braunen Faden ab und ziehe die Fadenenden ins Innere und nehme noch ein klein bisschen Füllwatte und stopfe das direkt hinterher. Mit Hilfe der Häkelnadel könnt ihr das dann hier reinstopfen. Wenn ihr eine dickere Häkelnadel habt, könnt ihr das auch einfach mit dem Haken, wenn ihr hier unten reinstecht, die Füllwatte so hier reinziehen. So. Wir haben jetzt 4 Maschen gehäkelt, also fehlen noch 2, bis die Runde fertig ist, und häkeln hier drauf noch eine Runde mit 6 festen Maschen. Und nach diesen 2 Runden schließt ihr das Ganze mit einer Kettmasche ab, Faden etwas länger abschneiden und genauso häkelt ihr noch ein zweites Teil. Und das Ganze können wir auch direkt schon feste nähen. So, da haben wir die 2 Teile und die Ohren. Ich nähe jetzt erst die Ohren fest. Die platziere ich hier so an der Seite, quasi hier, wo der Kopf anfängt nach unten zu gehen. Da fange ich an, die Ohren festzunähen. Und genauso wie bei der Nase nähe ich die rundherum abwechselnd mit einem Stich durch das Ohr und einen Stich durch den Kopf fest. Den Faden zum Schluss vernähen und genauso näht ihr auch das zweite Ohr fest. Schaut, dass ihr sie parallel auf der gleichen Höhe platziert. Hier schneide ich den Faden jetzt einfach mal ab. Haltet ihn erst so fest. Ihr könnt ihn auch mit Stecknadeln erst fixieren, wenn euch das leichter fällt. Und näht genauso das zweite Ohr fest. So, diese beiden Fühler, die nähe ich jetzt direkt auch hier oben fest. Und zwar platziere ich die einfach genau zwischen den Ohren nebeneinander hier oben in die Mitte. Und genauso wie bei den Ohren nähe ich die rundherum fest. So, ich stecke jetzt auch direkt schon die Augen auf. Dazu nehme ich einfach einen schwarzen Faden. Ich möchte die Augen direkt an der Nase hier dran haben. Und mit ein paar Stichen sticke ich dann hier in schwarzen Punkten. Und genauso auf der anderen Seite auch. Faden am Ende einfach noch hier hinten wieder durchziehen und abschneiden.
So, dann ist unser Körper nämlich auch schon soweit fertig. Und wenn ihr so kleine Rasselkugeln habt, könnte man das jetzt so zum Beispiel auch als kleine Rassel verwenden. In den Kopf einfach eine Rasselkugel einarbeiten und schon hat man eine kleine Babyrassel. So, wir machen jetzt aber weiter mit Armen und Beinen. Dazu nehme ich mir wieder Braun und fange auch wieder an mit einer Schlaufe. Und in diese Schlaufe häkle ich zwei Luftmaschen und sechs feste Maschen. In der nächsten Runde verdoppel ich jede Masche der vorherigen Runde, dass ich auf insgesamt 12 feste Maschen komme. Und auf diese Runde mit 12 festen Maschen häkeln wir noch drei Runden. Also 3x bis 12 zählen oder ihr macht das wie eben gezeigt mit einem Markierungsfaden. Also drei Runden häkeln wir jetzt. Nach diesen drei Runden häkeln wir nun eine Runde mit drei Abnahmen. Das heißt, wir häkeln jede dritte und vierte Masche zusammen. Also häkle ich erstmal zwei feste Maschen und dann die dritte und vierte zusammen und das mache ich noch zweimal. Und nun stopfe ich das Ganze mit etwas Füllwatte aus. Und häkle hier noch eine Runde mit drei Abnahmen drauf. Da häkle ich jede zweite und dritte Masche zusammen. Und diese dritte Masche oder die letzte Abnahmemasche, die häkle ich wieder mit dem gelben Faden ab. Also die schließe ich nicht mit dem braunen ab, sondern ziehe hier nun den gelben Faden durch und häkle mit dem gelben Faden weiter. Für unsere Arme häkeln wir nun 10 Runden mit jeweils 6 Maschen pro Runde, also insgesamt 60 Maschen. Und für die Beine 2 Runden mehr. Das sind insgesamt 72 Maschen, das sind 12 Runden. Also, ihr häkelt jetzt für die Arme 60 Maschen und für die Beine später 72 Maschen. Die werden sonst identisch gehäkelt, nur dass die Beine 2 Runden mehr haben. Ich häkle jetzt hier die Fadenenden auch für die nächsten 4 Maschen wieder mit ein. Und dann schneide ich den braunen Faden ab und ziehe ihn mit der Häkelnadel ins Innere. Und häkel nun meine insgesamt 10 Runden für die Arme und 12 Runden für die Beine. So, nun habe ich für den Arm meine 10 Runden gehäkelt. Und hier oben häkle ich nun immer zwei Maschen zusammen. Das wäre dann insgesamt dreimal. Also eins und zwei zusammenhäkeln, das noch zweimal. Die letzten beiden, wenn man die zusammenhäkelt, das ist ein bisschen kniffliger. Wenn ihr das nicht hinkriegt, lasst das einfach weg. Das ist nicht schlimm. Dann könnt ihr vorher schon den Faden abschneiden. So sieht es dann aus, wenn wir oben diese drei Abnahmen gemacht haben. Den Faden schneiden wir etwas länger ab. So ist dann auch schon unser Arm fertig. Genauso häkelt ihr einen zweiten Arm mit 10 Reihen bzw. Runden und für die Beine mit 12 Runden. Ihr seht, die Beine sind ein klein bisschen länger. Und die nähe ich jetzt auch direkt schon fest. Und dazu ziehe ich die erstmal mit dem Faden an die Stelle, wo ich mir vorstellen könnte, dass das gut aussieht.
hier so dran. Also ich nähe sie noch nicht fest, sondern ziehe erstmal nur den Faden hier durch, damit die Arme dort halten. Auf die andere Seite mache ich das genauso. Und mit den Beinen mache ich das hier unten auch. Weil so könnt ihr nochmal kontrollieren, ob das so gut aussieht, ob ihr die Arme ein bisschen höher oder tiefer festnähen wollt. Dass ihr auch nicht aus Versehen die Beine mit den Armen verwechselt haben, weil dann sieht es tatsächlich etwas komisch aus, wenn die Arme länger sind als die Beine. Und wenn euch das so gefällt, dann lasst ihr die Arme und Beine so dran baumeln und näht sie einfach noch feste mit dem Faden, dass sie sich nicht lösen können. Faden gut vernähen. Macht zwischendurch mal die Ziehprobe. Hier löst sich wirklich gar nichts mehr. Und dann könnt ihr den Faden auch abschneiden. Und so macht ihr das mit allen Armen und Beinen. So, wenn alle Arme und Beine fest sind, dann häkeln wir noch das Schwänzchen. Da fange ich auch wieder mit Braun an. Und wie gehabt eine Schlaufe, zwei Luftmaschen und sechs feste Maschen in die Schlaufe. Hier drauf häkel ich zwei Runden mit jeweils sechs festen Maschen. Also insgesamt 12 feste Maschen häkel ich jetzt mit Braun. So, und die letzte Masche, die schließe ich hier jetzt auch wieder mit Gelb ab, wie bei den Beinen auch. Da machen wir den Farbwechsel und häkeln die beiden Fadenenden noch mit ein paar Maschen mit fest. Und mit Gelb häkeln wir insgesamt noch 4 Runden hier drauf. Und hier machen wir nun auch genau wie bei Arm und Bein, dass wir zum Schluss 3 Abnahmen vornehmen. Und hier oben so viele Maschen wie wir schaffen, also idealerweise 3, immer 2 zusammen abmaschen. Faden abschneiden und das Schwänzchen auch direkt festnähen. Nun ist die Giraffe auch schon fast fertig. Jetzt häkle ich noch ein paar Punkte und dafür nehme ich orangefarbenes Garn und mache hier auch erst meine Schlaufe und 2 Luftmaschen und 6 feste Maschen in die Schlaufe. Und schließe diese Runde nun mit einer Kettmasche ab. Und so ist auch schon ein Punkt fertig. So könnt ihr so viele Punkte wie ihr mögt häkeln und nähen die dann beliebig verteilt auf dem Körper fest. Die Punkte nähe ich jetzt verteilt hier auf dem Rücken fest. Und mit diesem Anfangsfaden von den Punkten fixiere ich diese erstmal, indem ich den Faden mit der Häkelnadel
ins Innere ziehe, da wo der Punkt hin soll. Und dann nähe ich den mit meiner Nadel an dieser Stelle fest. Und so mache ich das mit allen Punkten. Da könnt ihr beliebig viele Punkte festnähen, wie ihr mögt, und die auch entsprechend anordnen und verteilen, wie ihr mögt. Ich habe mich für insgesamt 5 Punkte entschieden, die ich hier so verteilt drauf festgenäht habe. Und damit ist die süße Giraffe auch fertig. Wenn ihr diese Farben nicht da habt für eine Giraffe, aber wollt sofort loslegen, dann könnt ihr sie auch mit jeder beliebigen anderen Farbe häkeln. Hier habe ich zum Beispiel auch gar keine Punkte drauf gemacht. Dafür noch hier diese Streifen mit reingearbeitet. Und so viele verschiedene Farben dafür verwendet. Da könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen. Viel Spaß beim Nachhäkeln!